Freie Themennacht heute wie immer mittwochs. Und wenn ihr gerne also mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe, freue mich auf eure Anrufe. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Yusuf und Yusuf ist 23 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Yusuf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Mir geht's nicht so gut. Was ist los? Ich erzähle mal die Geschichte und zwar. Ja. Ich bin mit meiner Freundin seit einem Jahr zusammen. Mhm. Und gestern ist was ganz Trauriges passiert. Mhm. Und zwar, also ich habe mich gestern mit meiner Freundin getroffen. Mhm. Wir waren am See. Wir waren spazieren, war schönes Wetter, waren Eis essen. Und danach waren wir noch bei ihr zu Hause. Mhm. Und dann hat mich irgendjemand angerufen, so ein Mädchen. Und dann hat sie sich aufgeregt die ganze Zeit. Und dann ist das so sozusagen eskaliert, so der Streit. Und dann, ja, die hat mich die ganze Zeit fertig gemacht, du liebst eine andere und das. Was für ein Mädchen hat denn da angerufen? Da hat mich einfach ein Mädchen, ich weiß nicht, wer das war, genau. Irgendein Mädchen, mit der du ja, nichts hast. Vielleicht hat sie sich falsch verbunden oder so, keine Ahnung. Und dann, ich war auf 180, wollte auf einmal gehen. Und ich hatte noch einen Ersatzschlüssel von ihrer Wohnung. Ich war einfach aufgeregt, wollte einfach nur gehen. Ich wollte einfach nur alleine sein. Und dann habe ich hier noch den Ersatz, weil die hat mich richtig aufgeregt. Ich glaube, die war zu schwer eifersüchtig. Zu sehr. Ja, und dann wollte ich gerade gehen und bin gerade zur Tür. Dann hat sie sich vor die Tür gestellt und wollte mich nicht gehen lassen. Dann habe ich die noch umarmt und habe gesagt, ich möchte jetzt gehen, ich möchte jetzt alleine sein. Ja. Und dann bin ich rausgegangen, also ins Treppenhaus. Ja. Dann hat sie gesehen, dann hat sie die Tür aufgelassen, ist zurückgegangen, durchs Wohnzimmer, ins Schlafzimmer und ist aus dem Fenster gesprungen, aus der vierten Etage. Das hast du dann gesehen, quasi vom. Ich hab den Klang gehört. Wie geht es ihr? Ist auf der Intensivstation. Vierte Etage. Ich bin wieder hochgegangen, das Fenster war auf, und hab runtergeguckt und die lag da unten. Dann bist du gleich runtergelaufen? Ich bin runtergelaufen. Ja. Also die ist nicht direkt auf den Boden gefallen, sondern da war eine Garage. Ja. Also das ist ungefähr so 5-6 Meter. Mhm. Und also auf dieser Garage ist sie dann gefallen und dieser Dach von der Garage ist ja aus Teer, glaube ich. Mhm. Ein bisschen weicher, Gott sei Dank. Ja. Dann bin ich runter in die erste Etage zu den Nachbarn. Ja. Hab geklingelt. Ich habe das erst gar nicht so geglaubt, alles realisiert. Mhm. Hab geklingelt, die haben mich nicht reingelassen. Und dann bin ich ganz runtergegangen. Also da war so ein Hof, bin ich um den Hof gegangen. Mhm. Und bin dann so auf so einer Mülltonne, also gestiegen. Und dann bin ich da auf die Garage draufgekommen. Ich habe die gesehen, die lag da nur noch und war. Sie war bewusstlos? Die hat geschrien, also nicht so laut geschrien, die hat gewimmert. Also, als würde sie gleich sterben. Und ich bin dann, hab dann geweint, Tränen ausgebrochen. Und wer hat denn dann hoffentlich sehr schnell die Polizei oder die den Rettungswagen? Hatten schon die Polizei und den Rettungswagen. Und Feuerwehr. Und ich lag da und ich habe ihre Hand genommen. Und ich dachte, sie würde mehr sterben. Sie liegt jetzt auf der Intensivstation, sagst du? Wie ist denn ihr Zustand? Also danach, als das passiert ist, kam dann die Kripo und die haben mit mir geredet und die haben mich vernommen. Mhm. Dachten erstmal, ich hätte damit was, also ich hätte sie runtergeschubst oder so. Ja, ja. Und dann bin ich, nachdem ich auf der Polizeiwache war, bin ich dann direkt ins Krankenhaus gefahren, da habe ich nochmal die Feuerwehr angerufen, um mich zu vergewissern, wo die jetzt ist. Mhm. Ja, und dann bin ich dann hingefahren noch am selben Abend. Wie ist denn heute ihr Zustand? Ihr Zustand, ja, also die Ärzte sagen, sie muss auf jeden Fall, also sie macht morgen eine Operation. Mhm. Und wenn sie das nicht durchsteht, wird sie in meinem Rollstuhl bleiben. Mhm. Besteht denn noch akute Lebensgefahr? Sie darf sich auf jeden Fall nicht bewegen, sie liegt die ganze Zeit jetzt im Bett. Liegt sie in einem Koma, in einem künstlichen Koma? Nee, auf der Intensivstation. Ist sie ansprechbar? Sie ist ansprechbar. Hast du heute bei ihr, gestern Abend. Heute Abend wollte ich zu ihr, aber ich habe da angerufen, die haben mich nicht da. Hast du denn schon mit ihr gesprochen? Ich habe schon mit ihr gesprochen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wenn ich sie jetzt verlassen würde, würde sie sich umbringen.
gesagt, also ich habe ihr gesagt, dass ich sie nie verlassen werde und jetzt in dieser Zeit sowieso nicht, weil das jetzt sehr wichtig ist, dass ich ihr bei ihr bin. Ja, ja, das ist auch okay. Ich finde das eine sehr schlimme Geschichte. Ja. In vieler Hinsicht schlimm. Schlimm, dass deine Freundin jetzt so schwer verletzt ist. Ja. Schlimm aber auch, dass sie das gemacht hat. Ich kann das nicht verstehen. Warum schlimm, dass sie sich das angetan hat und dass sie auch dir das angetan hat. Weil es ja offensichtlich gar keinen Grund gibt. Und selbst wenn es einen Grund gäbe, wenn es eine andere Frau geben macht. Auch ein bisschen irgendwie schuldig. Natürlich, ich verstehe. Aber ich glaube, dass du keine Schuld trägst, Yusuf. Ich sage es dir wirklich. Nein, ich sage nicht, ich glaube, sondern du trägst keine Schuld. Du trägst keine Schuld. Lass mich ja fragen. Ich habe überhaupt keinen Appetit auf Essen gehabt. Mir ging es nicht so gut. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ist doch klar. Ging mir genauso. Nochmal dieser Anruf, der da gekommen ist. Ja. Diese Frau kanntest du überhaupt gar nicht? Nee. Die sagte, ich hätte noch nebenbei, was weiß ich, laufen und die ist ein bisschen eifersüchtig zu sehr. Du sagst, ihr seid ein Jahr zusammen. Ja. Mhm. Gab es denn in diesem Jahr irgendwelche Fremdgeh-Geschichten deinerseits? Ja, es gab so Geschichten von wegen, also für Wochenenden, so wo wir uns nicht getroffen haben, hat sie gesagt, ja, du bist bestimmt sowieso in der Disco wieder oder bei deinen Freundinnen und da, was hast du jetzt wieder für eine Freundin? Und sie hat auch mal geschrieben, dass sie sich umbringen will. Bist du deiner Freundin in diesem Jahr mal fremdgegangen? Ehrlich gesagt nicht, nein. Jetzt unter uns beiden, mir kannst du sagen, bist du mal fremdgegangen? Nein, wirklich nicht. Wie auch immer, das ist jetzt eine ganz schlimme Situation und ich habe auch immer, wenn ich so etwas höre, einen gewissen Zorn auf die Menschen, die so etwas tun. Weil sie setzt dich natürlich damit unfassbar unter Druck und macht dir ein schlechtes Gewissen und Ich fühle mich, wie gesagt, also teilschuldig. Hm. Wenn ich jetzt nicht gegangen wäre oder sie meinte, wo ich jetzt gestern bei ihr wäre, hätte sie nicht den Schlüssel geschmissen, den zwei Schlüssel, den ich bei mir hatte, hätte ich den nicht zu ihr gegeben. Das ist ein Beweis für ihr gewesen, dass ich nicht mehr wiederkomme. Hm. Ja, wie alt ist deine Freundin? Ist 24. 24, also eine erwachsene junge Frau, die eigentlich ihre Sinne sein sollte. Natürlich machen Menschen aus Kurzschlusshandlungen die wahnsinnigsten Sachen. Aber es ist eine Kurzschlusshandlung. Du trägst überhaupt keine Schuld. Du trägst definitiv keine Schuld. Was auch immer dazwischen euch vorgefallen ist, das kann man und muss man immer anders lösen als so. Jetzt ist natürlich der Fall, ich finde gut, dass du jetzt am Krankenbett so geantwortet hast. Dass du ich war heute 2,5 Stunden da, ja, und habe ihre Hand genommen, geküsst und umarmt. Genau, das mach auch weiter so. Dass ich ihr einfach nur im Moment Liebe gebe. Genau. Mach das, steh ihr bei. Sie hat auch gesagt, irgendwie, wenn ich die jetzt verlassen würde, dann hätte ihr Leben sowieso keinen Sinn mehr. Mhm. Ja, aber, also wie gesagt, ich sehe das jetzt mit Nachsicht, weil sie eine schwer verletzte Frau ist. Und da sollte man dann auch so handeln. Wenn sie irgendwann mal, was wir alle hoffen, wieder richtig gesund wird, darf sie dich natürlich damit nicht erpressen, nach dem Motto, ich mach das wieder, wenn du weggehst. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Also die hat das auch mal angedroht, so früher mal. Ich habe das nie dran geglaubt. Da sagte jeder, wenn ich mal nicht konnte, zu ihr kommen konnte, dann hat sie immer gesagt, ja, dann wirst du sehen, was passiert. Oder ich bringe mich um, denn mein Leben hat sowieso keinen Sinn. Ja. Ich fände ja sehr wichtig, aber wahrscheinlich wird man ihr das sowieso nahelegen, wenn sie körperlich einigermaßen wieder fit ist, dass sie danach, wenn sie aus dem Krankenhaus rauskommt, eine Psychotherapie machen sollte. Damit sie dann ein bisschen mit sich ins Reine und ins Klare kommt, was sie da getan hat. Mhm. Du kannst es ihr vielleicht auch mal vorschlagen. Nur mal vorschlagen. Ich meine, sie muss es ja eh alleine entscheiden. Bleib jetzt bei ihr die nächste Zeit. Steh ihr bei. Ich weiß, ich werde morgen. Das mach, aber versuche wirklich aus deinem Kopf herauszubekommen, dass du Schuld hast. Du hast da keine Schuld dran. Das ist ihr, sie ist eigenverantwortlich für ihr Leben. Und wenn sie das so leichtfertig wegschmeißt, wegen einer Lappalie, es war ja eine Lappalie. Ja, man streitet sich wirklich wegen die kleinsten Dinge. Ja, ja. Das war jetzt auch, nichts irgendwie was Großartiges. Mhm. Ist sie denn generell so ein Typ, der leicht aufbrausend ist und ein bisschen hysterisch reagiert? Ja. Ja. Mhm. Also bei jeder Kleinigkeit regt sie sich auf, warum ich das so und so nicht so und warum ich nur mal
man ihm mein Handy ab von Mädchen und keine Ahnung. Also, ich möchte gerne dir jetzt nochmal meine Psychologin geben. Einmal, damit du noch ein paar Worte reden kannst. Und vielleicht kann sie dir auch noch ein bisschen näher bringen, was du deiner Freundin raten solltest, wenn sie wieder auf dem Damm ist. Dass sie sich, das heißt die Freundin, sich psychologische Hilfe sucht, damit die ja selbstbewusster wird und nicht so handelt, wie sie jetzt offensichtlich oft schon gehandelt hat. Mein Lieber, also, du legst bitte auf, wir rufen dich jetzt gleich wieder an. Du hast keine Schuld und steh ihr jetzt erstmal bei. Das werde ich auf jeden Fall tun. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreichen könnt. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, bei 1 Live oder im WDR Fernsehen hier und bei 1 Festival. Oder meldet ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Stefan und Stefan ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Was ist dein Thema? Mein Thema sind Essstörungen. Essstörungen? Ja. Hast du Essstörungen? Ja, ich bin seit 15 Jahren selber betroffen. Welche Art von Essstörung hast du? Ja, Bulimie, Magersucht. Das heißt, du isst Sachen und erbrichst sie wieder? Habe ich gemacht. Seit 3 Wochen ernähre ich mich jetzt nur noch von Kaffee und Kaugummi. Ja. Und Zigaretten. Wie viele Jahre hast du gegessen und erbrochen? 15 Jahre? Ja. 15 Jahre? Ja. Wie viel wiegst du heute? 49 Kilo bei 1,90. 49 Kilo bei 1,90 Meter? Ja. Das ist ja schon fast lebensbedrohlich. Ja. Du lebst nur... Ja? Meine Partnerin, beziehungsweise meine Frau, die hat mich auch verlassen mit unserem Sohn, die hat mich zur Wahl gestellt, entweder hört es auf damit oder ich bin weg. Ja. Und nun ist er weg? Nun ist er weg. Du hast gerade gesagt, du ernährst dich nur noch von Kaffee und Kaugummi? Ja. Seit wie vielen Tagen? Seit 3 Wochen. Du hast seit 3 Wochen überhaupt gar nichts mehr gegessen? Nein. Kein Apfel, kein Joghurt, kein trockenes Brot, gar nichts? Nein, gar nichts. Kannst du überhaupt noch stehen? Ich war auch schon. Bitte? Kannst du überhaupt noch stehen und gehen? Ja, ich bin am Arbeiten. Du bist am Arbeiten noch? Ja. Was arbeitest du denn? Ich bin Fernfahrer. Das finde ich aber ausgesprochen unverantwortlich. Du könntest jede Minute am Steuer zusammenklappen. Ja, das ist richtig. Nur du hast die Kraft, Auto zu... Ja, nur gut, aber jetzt geht es ja nicht... Hier geht es jetzt um wichtigere Sachen noch, als um das Geld verdienen. Du hast die Kraft, 8 Stunden am Tag am Steuer zu sitzen... Ja, muss gehen. Mit 49 Kilo bei 1,90 Meter und ohne Essen? Ja. Wo bist du denn im Moment? In Köln. Bist du zu Hause oder machst du gerade eine Rast? Im LKW. Du bist im LKW? Ja. Und stehst irgendwo am Rand? Ja. Warst du schon irgendwann mal in einer Therapie? Ich habe schon 4 Stück hinter mir, ja. Die haben dir nichts gebracht? Eine Zeit lang ist es gut gegangen und dann ist es wieder angefangen. Warum, weiß ich nicht. Wann warst du das letzte Mal in der Therapie? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Ja. Pass mal auf, mein Lieber, wenn du jetzt nicht ganz schnell, und das heißt morgen etwas unternimmst und ganz schnell etwas unternimmst, gehst du vor die Hunde, du stirbst. Ja, ich weiß. Und du spielst mit der großen Gefahr, dass du andere Menschen auch noch mit reinreißt, wenn du deinem Jobleiter nachgehst. Du gehörst sofort in ärztliche Behandlung. Du gehörst auch sofort in stationäre Behandlung. Ja. Warum unternimmst du nichts? Warum holst du dir nicht Hilfe? Kann ich nicht. Warum nicht? Du rufst mich ja jetzt auch an. Ja, aber... Ich bin jetzt bei der Firma, wo ich jetzt bin, halbes Jahr. Mhm. Mein Chef weiß von gar nichts. Aber der sieht es dir doch an. Du siehst doch wahrscheinlich aus wie ich ja. Weiß es gar nicht zu beschreiben. Ja. Du hast Angst, dass du deinen Job verlierst, wenn du jetzt krank machst. Richtig. Du wirst deinen Job aber verlieren, wenn du einen Komplettzusammenbruch hast. Ja. Das ist kurz gedacht, was du da tust. Ja.
Wie lange willst du das denn noch jetzt machen, dass du nur noch von Kaffee und Kaugummi... Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass du 3 Wochen nur von Kaffee und Kaugummi lebst. Ja, von Kaffee und Kaugummi und Zigaretten. Du bist ein erwachsener Mann von 33 Jahren. Dir muss es doch klar sein, dass du über kurz oder lang komplett zusammenkrachst. Ja, das ist ja immer noch gut gegangen. Ja, das ist ja eine komische Argumentation. Ja, irgendwann war nicht das Ende, das weiß ich auch. So, und das kann sein, wenn du auf der Autobahn bist und 120 fährst. Dann kann es dir schwarz vor Augen werden und das war's. Ja. So, und möchtest du die Schuld auf dich nehmen, dass du vielleicht einen schweren Unfall verursachst und andere Menschen in den Tod reißt? Nein, auf keinen Fall. So, dann appelliere ich jetzt wirklich an dein Verantwortungsbewusstsein. Nicht nur, was deine eigene Person anbelangt. Damit scheinst du ja sowieso sehr leichtfertig umzugehen. Ich appelliere an dein Verantwortungsbewusstsein, was andere Menschen betrifft. Geh sofort morgen zum Arzt. Ja. Über die Angst, die Arbeit zu verlieren, hinaus. Hast du auch Scheu vor einer Therapie, vor einem Arzt, einer Klinik? Ja. Was ist denn, wenn ich wieder versage, wenn ich das wieder nicht schaffe? Aber du hast die Chance, es nochmal zu schaffen. Und du hast die Chance, es zu schaffen. Ja. Stefan, wenn du 15 Jahre dieses Leiden hast, damit stehst du nicht alleine da. Es gibt genügend Menschen, die sehr, sehr lange... Nein, ich habe auch eine Bekannte gehabt, die hat sich zu Tode gehungert. Warst du denn immer in den 15 Jahren immer Bulimiker? Also du hast immer gegessen und unterbrochen? Zum größten Teil, ja. Ja. Weißt du noch damals, vor 15 Jahren, da warst du ja noch relativ, da warst du ja jung noch, wie das angefangen hat? Ja, ich habe mich so dick gefühlt. Dann habe ich mal irgendwo ein bisschen weniger gegessen. Und irgendwann habe ich mal Heißhunger gekriegt. Mhm. Ja, und dann habe ich da mal meinen Kühlschrank geplündert. Und dann ist das immer häufiger geworden. Ich habe auch Schulden ohne Ende. Ja. Weil ich die Sachen, die ich hätte abbezahlen müssen, habe ich umgesetzt. Habe ich mir Lebensmittel für gekauft. Mhm. Wie viel Schulden hast du? 30.000 Euro. Mhm. Und du hast eine Frau und ein Kind oder mehrere Kinder? Ein Kind. Und die Frau ist jetzt weg mit dem Kind? Ist weg. Seit wann ist die weg? Seit 3 Jahren. Ach, 3 Jahren schon. Ja. Wie alt ist dein Kind? 4. Das heißt, von deinem Kind hast du noch gar nicht viel mitbekommen? Nee. Siehst du es denn ab und zu? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Du hast das Kind seit damals gar nicht mehr gesehen? Nein, gar nicht mehr. Warum siehst du es nicht? Durch das Jugendamt nicht. Warum, weiß ich nicht. Das Jugendamt sagt, nee, ist nicht. Hm. Ich habe alles versucht, aber... Also da ist eine ganze Menge, läuft da ganz schief und ganz schlimm bei dir. Ja. Und du bist auch ziemlich fertig mit den Nerven. Und ja, kann man so sagen. Und seelisch sehr im Keller. Ja, ich frage mich wofür überhaupt noch alles. Zum Beispiel... Aber irgendwie muss es dann weiter mal gehen. Zum Beispiel, Stefan, wenn du wieder einen richtigen Tritt in das Leben hinein schaffen würdest... Wäre doch sicher eine Motivation, es zum Beispiel auch für dein Kind zu schaffen, dass du irgendwann ein schönes oder gutes Verhältnis zu deinem Kind bekommst. Ja, nur. Jetzt? Nur weiß ich nicht, ob der vielleicht dann irgendwann mal, wenn er alt genug ist, selber kommt und sagt, ich möchte mal meinen Vater kennenlernen. Ich weiß es nicht. Ja. Und es wäre ja sehr, sehr schön, wenn der Vater dann stabil wäre und gesund wäre und klar erklären könnte, was damals passiert ist. Aber auch erklären könnte, ich habe mich bemüht, aus meinem Tief herauszukommen. Du musst jetzt die Notbremse ziehen. Jetzt musst du die Notbremse ziehen. Du bist schon weit, Stefan, du bist weit schon über 12 Uhr rüber. Meinst du? Ich meine das hundertprozentig. Ich würde es jetzt nicht so dramatisch hier formulieren, wenn ich das nicht hundertprozentig meinen würde. Auch in Anbetracht, dass es nicht nur um dein Leben geht, sondern auch um die Gefahr und das Leben anderer Menschen. Ja, das ist richtig. Aber es geht auch um dein Leben natürlich, nicht, dass du das missverstehst. Nein, ich verstehe das nicht miss, um Gottes Willen. Also, im Prinzip ist alles gesagt. Ja. Warum hast du mich angerufen? Warum?
da, sag ich mal, mit jemandem reden wollte. Und weil ich möchte auch so nicht mehr weiterleben, wie es momentan. Ich kann so nicht mehr weitergehen. Das heißt? Ist doch kein Leben mehr. Nee, da hast du recht, das ist kein Leben mehr. Das ist eigentlich nur noch Horror und Gosse, was du da erlebst. Ja. Du sagst, du wolltest mit jemandem sprechen. Das heißt, du hast keinen Menschen, mit dem du über deine Probleme reden kannst? Nein, nicht so richtig. Kein Freund, keine Verwandten, niemanden? Ja, meinen Eltern kann ich da auch nicht drüber reden und ja, sowieso nur weg. Mhm. Und wenn ich dann mal zu Hause bin oder bei meinen Eltern, haben wir sowieso Krach. Mhm. Wenn es um mit Essen geht, immer wieder um mit Essen geht, dann gehe ich da schon gar nicht mehr hin. Stefan, die Tatsache, dass du dich hier bei uns gemeldet hast, ja, und dass du dich auch mit mir unterhältst und dir wahrscheinlich klar war, dass ich sehr hart zu dir sprechen werde. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das zeigt mir aber, dass du einen Willen hast, dass da noch ein Hauch Hoffnung ist. Dass du hier nach einem Strohhalm greifst bei uns. Ja. Und das finde ich eine gute Sache. Das ist ein Kompliment, dass du das getan hast. Weil du hättest dich ja auch komplett in dich zurück verziehen können und es alles hättest so weiterlaufen lassen können. Jetzt hast du ja angerufen. Jetzt sagt dir jemand ganz klar ins Gesicht, wenn du so weitermachst, dann stirbst du. Du stirbst und du ziehst andere Menschen mit in den Tod. So, das hört man ja auch nicht so gerne als Betroffener. Nee. Das heißt, aber dem setzt du dich jetzt aus. Und ich will dir damit ein Kompliment machen und sagen, dass ich sehe, dass du da eine Hand ist, die auch greift, die auch greifen will, die was verändern möchte an sich. Jetzt, ja, jetzt mach es morgen. Geh morgen zu einem Arzt. Ich möchte, dass du jetzt, wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Meine Psychologin ruft dich zurück. Ja. Vielleicht gibt es sogar, dass man irgendwie so Notambulanzen oder irgendwas arrangieren kann, dass du wirklich sehr schnell in sehr kompetente Hände kommst. Ja. Machst du es? Ich mache es. Machst du es wirklich? Ja, so kann es nicht weitergehen. Das glaube ich auch. Und noch ist nichts Schlimmes passiert. Das ist richtig. Vielleicht war es genau richtig, dass du heute angerufen hast. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das ist kein Leben mehr. Mhm. Vielleicht habe ich auch anderen Mut gemacht, die ähnlich Krankheiten haben, auch vielleicht mal anzurufen und sich Hilfe zu holen. Ich weiß es nicht. Stefan, weißt du, wie sehr du noch viel mehr Mut machen würdest und wirst? Wir werden jetzt hier dieses Gespräch gleich beenden. Ja. Wenn du mich in 2-3 Monaten nochmal anrufen würdest. Ja. Und mir erzählst, ich bin der von damals. Ja. Und ich habe das und das gemacht und mir geht es heute schon viel besser. Was meinst du, wie viel Mut du dann anderen Menschen machst, die eben so betroffen sind wie du? Ja. Also, jetzt geht es um dich und jetzt musst du was tun und es muss gehandelt werden. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder zurück. Das heißt, die Anja, meine Psychologin, ruft dich zurück und alles Weitere besprecht ihr beiden dann. Okay. Mein Lieber, alles, alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören, ja. Stefan. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, morgen heißt unser Thema, morgen haben wir ja Donnerstag. Und Donnerstag ist ja bekanntlich ein Thementag. Und morgen heißt das Thema Autobahn. Ganz einfach Autobahn. Ich möchte gerne mit euch über alles reden, was ihr so in, auf, um eine Autobahn herum schon alles erlebt habt. Unfälle, Erlebnisse auf Parkplätzen oder Raststätten, Parkplatz, Sex. Dann ist mir eingefallen bei der Vorbereitung auf die Sendung am Donnerstag, dass ich hier in dieser Sendung noch nie mit einem Geisterfahrer gesprochen habe. Was für mich ein immer unfassbares Phänomen ist, dass man Geisterfahrer wird. Ich würde gerne morgen mal mit einem Geisterfahrer sprechen, der aus Versehen auf die falsche Spur gekommen ist oder es vielleicht sogar bewusst gemacht hat, um sich das Leben zu nehmen und es ist dann Gott sei Dank doch gut gegangen. Wir können auch sprechen über Verbrechen auf Rastplätzen. Also das Thema heißt morgen Autobahn. Ich möchte mit euch reden über alles, was in, auf oder rund um die Autobahn so passiert oder was euch da passiert ist, was euch Besonderes und unter Umständen auch Dramatisches passiert ist. Ihr könnt mailen die ganze Nacht unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung anrufen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist der Friedhelm. Friedhelm ist 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Friedhelm. Schön, dass du da bist. Und was geht es bei dir? Ja, das geht. Es ist vor 14 Tagen mein bester Freund gestorben. Wir leben hier in einem Blindenheim. Und er hatte vorher schon irgendwie so eine Grippe. Mhm. Und da hat man wohl einen Arzt angerufen. Und der Arzt hat gesagt, er hätte keine Zeit zum Kommen. Mhm. Und dann hat er dermaßen Kopfschmerzen gekriegt. Mhm. Und hat das fing Sonntag an mit Brechen. Mhm. Und dann montags konnte er nicht zur Arbeit, da hat er einen Arzt angerufen. Mhm. Und er hat gesagt, er könnte nicht kommen, hätte keine Zeit. Mhm. Und dann dienstags abends, dann hat man den Tee und Zwieback gebracht, ja. Mhm. Die Betreuer hier. Und dienstags abends, ich bin noch spät auf. Ja. Dann hörte ich mich stöhnen. Ja. Dann bin ich reingegangen. Ich sag, Uwe ist der. Ich sag, Uwe ist der, was da? Da war schon keine Antwort mehr. Mhm. Und dann habe ich, wir haben Nachtdienst, dann habe ich Nachtdienst angerufen. Mhm. Und die sind dann gekommen. Mhm. Und dann, er konnte aber schon nicht mehr antworten. Er hat ein Ja und Nein, aber sonst konnte er nichts mehr sagen. Ja. Dann haben wir den Notarzt angerufen. Die haben den dann in Krankenhaus gefahren, mhm. habe ich mir aber so bei nichts gedacht. Ich denke, der kommt wieder. Mhm. Und an dem Nachmittag kriege ich Bescheid, dass er gestorben war. Das war für mich so ein Schlag. Sag mal, ich habe das am Anfang nicht richtig verstanden. Wohnt ihr in einem Behinderten- oder einem Blindenheim? In einem Blindenheim. Blind, das heißt, du bist auch blind? Ja. Und dein Freund war es auch? Der war es auch, ja. Und der Arzt hatte keine Zeit zu kommen. Er hatte keine Zeit zu kommen. Aber ihr habt doch da Betreuer. Die haben doch gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Mann. Ja, die haben auch gesagt, der Arzt müsste kommen. Und dann haben nachts den Notarzt gerufen. An was ist denn dein Freund letztendlich verstorben? An Gehirnhautentzündung. An Gehirnhautentzündung? Ja. So schnell? So schnell ging das. Wie alt ist er geworden? Der war 41. 41 erst. Das heißt, wenn dieser Arzt sehr schnell gekommen wäre, hätte man ihn vielleicht retten können. Ja. Wie viel, ich habe es gar nicht richtig mitrechnen können. Wie viele Tage sind vergangen, als er zum ersten Mal gesagt hat, mir geht's schlecht und bis er dann ins Krankenhaus gekommen ist? Das waren 2 Tage. 2 Tage? Ja. 2 Tage. Wie eng war dein Verhältnis zu diesem Freund? Ja, also wir haben uns immer gut verstanden. Wir sind zum Essen gefahren, wir haben manchen Abend zusammengesessen, mhm. Fernsehen geguckt. Also Fernseher gehört, wir können ja nicht gucken. Ja. Und dann haben wir uns so mal unterhalten, mhm. so ein Bier mal zusammen getrunken und sind wir mal zum Essen gefahren mit Taxi, ja. Ja. Wie lange wohnt ihr denn da schon zusammen in dem Heim? Seit 10 Jahren. Also da kann dann schon eine intensive Freundschaft bestehen oder entstehen. Mhm. Und er hatte eine Freundin, ja, und die wird überhaupt gar nicht mit fertig. Mhm. Mhm. Die ist total am Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir sich jetzt die Trauer und die Wut mischen. Ja. Ne, die Wut auf den Arzt, dass da kein Arzt gekommen ist. Mhm. Und natürlich die Trauer, dass du deinen Freund verloren hast. Ja. Du hast gar nicht mehr dann richtig mit ihm sprechen können. Nein, nein. Weil du natürlich auch gar nicht geahnt hast, dass das so was Schlimmes ist. Das ist es, ja. Mhm. Also ich kann auch kaum was essen, ja. Bitte? Kaum noch was. Mhm. Mhm. Wie sehen denn das die Leute da bei euch im Heim, die Heimleitung, wie beurteilen die denn diesen Fall? Ja, die sagen auch, also der Arzt hätte kommen müssen. Aber ist denn nicht die Aufgabe des Heimes dann dafür zu sorgen, dass dann auch wirklich ein Arzt kommt? Ja, die haben den Arzt ein paar Mal angerufen. Der hat gesagt, er hat keine Zeit mehr. Und dann haben sie nachts einen Notarzt angerufen. Mhm. Ja. Weil wahrscheinlich keiner das so ernst genommen hat. Alle haben gedacht, naja, es ist vielleicht eine kleine Verstimmung, irgendwie, was? Ja, das ist es ja. Es hat ja keiner gewusst, dass er Gehirnhautentzündung hatte. Er hatte vorher auch keinerlei Anzeichen, dass er mal irgendwie über Kopfschmerzen geklagt hat, Übelkeit oder so etwas. Ja, am Sonntag fing das an. Am Sonntag, aber vorher nicht. Vorher nicht, ne? Das tut mir sehr leid, Friedhelm, dass du deinen Freund so auf so tragische Weise jetzt verloren hast. Das ist ganz schlimm.
Das glaube ich, ja. Und ich kann kaum noch was essen. War denn schon die Beerdigung? Ja. Warst du da? Nee, da konnte ich ja nicht. Warum? Man hat mich nicht mitgenommen. Die Angehörigen, die wollten, dass ich klein fahre, und seine Mutter war tot. Sie hatte nur noch einen Bruder und die Schwägerin. Ach so, die wollten? Die Schwägerin, die wollte das nicht. Das ist schon auf Deutsch gesagt. Eine Hexe auf Deutsch gesagt. Mhm. Das heißt, das kommt auch noch hinzu, dass du ihm gar nicht die letzte Ehre erweisen konntest. Kannst du denn wenigstens auf den, ist der Friedhof bei euch in der Nähe, dass du mal zum Grab gehen kannst? Er ist etwas weiter weg. Also er ist jetzt eigentlich komplett aus deinem Leben verschwunden? Ja. Bist du, stehst du so ganz alleine im Leben da? Nein, ich habe noch mehrere hier im Blindenheim, ja. Aber, weil ich habe mich mit denen echt gut verstanden. Ich verstehe mich auch mit den anderen so, aber mir macht den Eindruck, als wenn die das gar nicht so richtig wahrnehmen. Ja, wahrscheinlich lag es daran, oder liegt es daran, dass deine Beziehung die engste war zu ihm und dass die anderen nicht so eine Verbindung hatten. Ja, das vermute ich auch. Du bist 70 Jahre alt. Ja. Du hast bestimmt in deinem Leben schon viele Abschiede nehmen müssen von Menschen. Oh ja. Oh ja. Das heißt, du weißt, was Trauer und Schmerz bedeuten. Ja, ich habe, wie mein Vater gestorben ist, da habe ich auch nebengelegen, ja. Und das war ganz schlimm. Ganz schön oder ganz schlimm? Das ist ganz schlimm. Ja, dass du dabei sein konntest. Ja. Ja, ich habe gedacht, wie er gestorben ist, ja. Ich will darauf hinaus, dass ich dir sagen will, das weißt du ja selbst auch, dass das Trauern um einen Menschen immer eine sehr, sehr schlimme und bei jedem eine andere Vorgehensweise ist. Jeder Mensch trauert anders. Und du hast seit 14 Tagen, es ist ja erst 14 Tage her. Das heißt, dieser Schmerz wird sicher noch sehr lange in dir sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du eine Freundin? Ich hatte eine, aber die hat auch Schluss gemacht. Ja. Ganz plötzlich. Das heißt, da in dem Heim gibt es auch niemanden, mit dem du mal intensiver und immer wieder über diesen Tod sprechen kannst. Ja, also wir haben Betreuer, ja, aber die müssen sich ja auch um die anderen kümmern. Verstehe. Ja. Das machen die mal einmal, aber die haben ja noch genug andere Sachen zu tun. Ja, eben. Bist du in der Kirche? Bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig, ja. Ja. Hast du denn, gibt es da einen netten Pastor als Ansprechpartner bei euch? Ja, das gibt es. Hast du mit dem schon darüber gesprochen? Also, ich hatte noch richtig die Gelegenheit nicht. Aber das hatte ich jetzt vor. Ja, finde ich gut, mach das doch. Ja. Wenn du ein gläubiger Mensch bist und das ein netter Mann ist, der Pastor, ist das sicher eine sehr gute Anlaufstelle, mit ihm darüber zu sprechen. Ja, und ich bin katholisch, also ich sage mir immer, beten hilft ja auch viel. Beten hilft auch, wenn man gläubig ist, hilft beten sehr viel, ja? Ja. Ja. Also, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du bald... Was hören wir da? Eine sprechende Uhr. Ach, eine sprechende Uhr. Blinde. Verstehe. Das heißt, es wäre ganz gut, Friedhelm, wenn du bald das Gespräch mal mit dem Pastor suchen würdest. Ja, werde ich auf alle Fälle machen. Ansonsten möchte ich dir wirklich auch nochmal sehr herzlich mein Mitgefühl ausdrücken. Ich erahne das, was du empfindest im Moment. Ja. Und das ist eine schlimme Zeit, die du jetzt durchlebst. Aber es werden sicherlich auch wieder etwas hellere Tage kommen. Ja, ich will es hoffen. Lieber Friedhelm, du sprichst bald den Pastor an? Ja. Und ich wünsche dir von hier aus ganz viel Kraft. Vielen Dank. Und alles Gute von Herzen. Ja, schönen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, weiter geht es mit dem Timo. Guten Morgen, Domian. Timo, du bist 21, guten Morgen. Das ist richtig. Was ist bei dir los, Timo?
Also, das ist also sozusagen Schock auf der Arbeit. Schock also, auf der Arbeit. Genau, ich möchte nochmal vornherein sagen, also meine Mutter und mein Chef, die sind sehr gut also befreundet und dadurch habe ich auch die Ausbildungsstelle bekommen. Was ist denn das für eine Ausbildung? Im Einzelhandel. Ja, okay. Und Marke will ich jetzt nicht sagen. Man nee, ist ja egal, ich wollte nur grob wissen. Ich will keine Werbung machen. Ja. Und auf jeden Fall, das war dann schon so ungefähr zu Ladenschluss, die anderen Mitarbeiter waren schon gegangen. Und meine Mutter war bei dem Chef gewesen, weil die kannten sich auch halt gut. Und der Chef, und da war noch ein bisschen was liegen geblieben. Der Chef hatte mich einfach gefragt, weil deine Mutter ja sowieso da ist, ob ich das nicht eben machen könnte. Ob ich so, ja klar, wieso nicht? Da hatte ich das dann auch gemacht. Hatte dann nochmal kurz eine Frage an dem Chef. Ja, hab mir natürlich auch nichts Böses gedacht. Brauche ja auch nicht im Büro anzuklopfen. Ja, und dann ging ich so dann ins Büro rein. Da staunte ich nicht schlecht. Lag meine Mutter da mit dem Chef auf dem Schreibtisch. Also diese Art der Verbindung hattest du nicht erahnt zwischen den beiden? Ich wusste, dass meine Eltern, also auch meine Mutter, sie hat ja mir das klar gemacht, dass die sehr gut mit dem Chef hier befreundet waren. Aber deine Mutter arbeitet nicht in diesem Betrieb? Die arbeitet nicht in dem Betrieb. Und deine Mutter und dein Vater leben noch zusammen? Die leben zusammen, aber der Haussegen hängt hoch. Schon seit längerer Zeit oder seitdem? Seitdem. Also ich hatte danach auch, also ich habe das ja gesehen, habe da nur die Tür zugeknallt. Also gut, ich kam jetzt nicht so einfach jetzt aus dem Laden raus, weil die Türen waren ja schon zu. Ich stand dann so und auch einfach nur noch fassungslos, konnte meiner Mutter kaum ins Gesicht gucken und habe dann auch zu ihr gesagt, entweder du sagst das heute am Papa oder ich werde das tun. Achso, das hast du gleich relativ schnell ihr erwidert. Natürlich, weil ich es auch auf eine Art sehr, sehr unfair finde gegenüber. Ja, natürlich. Also in dem Moment ist man ja mega geschockt, wenn man die eigene Mutter in einer sexuellen Aktion mit dem Chef auf dem Schreibtisch, das ist ja wie im schlechten Roman, liegen sieht. Du bist, nochmal, damit ich das richtig mir vorstellen kann, du hast die Tür aufgemacht und du sahst die beiden da direkt in Action auf dem Schreibtisch. Genau, das ist richtig. So, und dann hast du die Tür wieder zugemacht. Genau, und danach ungefähr auch ein paar Sekunden später kamen die beide dann auch schon raus. Ach so. Und meine Mutter habe ich nur so gesehen zu dem Chef, hier, geh mal lieber wieder rein. Hat deine Mutter versucht, irgendwas zu erklären? Sie hat es gar nicht so, ich bin drauf eingegangen. Ich habe gefragt, wieso, ich dachte, ihr seid nur gut befreundet. Und mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf. Und was hat sie denn gesagt? Ja, also sie sagte, also es war vorher nicht, das hat einfach so gefunkt. Wir hatten, also war auch nur eine kurze Affäre gewesen und so, nichts wirklich Ernstes. Aber ich habe ja auch gesagt, denkst du nicht mal an Papa? So, wer hat es denn dann dem Papa gesagt? Also ich habe sie ja dann zur Wahl gestellt. Ja. Entweder du sagst das oder ich werde das tun. Hat sie sich dann auf mutige Art entschlossen, das ihm dann selber zu sagen. Und jetzt hängt der Haussegen schief bei euch? Natürlich, mein Vater... Die waren ja auch befreundet und... Ach, der Vater war auch noch mit dem Chef befreundet? Ja, er kannte ihn auch. Auch noch. Die reden jetzt auch kein Wort mehr miteinander. Verständlicherweise. Vor diesem, wohnst du noch bei deinen Eltern zu Hause? Ich wohne auch bei meinen Eltern. Wie war denn die Stimmung, bevor du das entdeckt hast, zwischen deinen Eltern? Auch eher so angespannt oder eher so gelangweilt? Eigentlich ganz normal. Also nicht irgendwie Ernstes, weil die auch dick... Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Bist du das einzige Kind? Ich habe noch eine kleine Schwester, aber die dann bekommt noch nichts von dem allen wirklich mit. Das wollen wir auch. Wie alt ist die? Die ist 9. 9. Da ist das geheim gehalten worden, dass da irgendwas kommt. Ja, genau. Also die muss dann noch nicht. Finde ich wirklich auch, ja, ist klar. Finde ich auch wirklich ein Schockerlebnis bei der Arbeit, aber ein heftiges Schockerlebnis. Wie geht denn das jetzt weiter? Wie hat deine Mutter sich denn jetzt positioniert in der Familie und ihrem Mann vor allen Dingen gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Also die reden auch nur noch kaum miteinander. Also die dicke Distanz herrscht zwischen denen und also auf der Arbeit habe ich sie jetzt auch nach dem Vorfall erstmal nicht mehr gesehen. Weißt du eigentlich, wie lange das läuft zwischen ihr und deinem Chef? Sie hat zu mir gesagt, es wäre nur eine kurze Affäre gewesen. Was heißt kurz? Und sie hat nur gesagt kurz. Das kann 3 Wochen, 3 Monate sein, weiß man nicht. Ich war einfach geschockt. Ich wollte es dann auch gar nicht mehr wissen. Und sie hat auch weiter jetzt gar nicht gesagt, ob sie es nun beendet oder ob sie es weiterlaufen lässt. Niemand weiß es. Sie hat zu mir gesagt, also weil es ja eine kurze war, sie will das auch beenden, weil ihr die Ehe ja eigentlich auch wichtiger ist. Glaubst du ihr, dass sie es beendet hat?
ich weiß nicht, was ich glauben soll, weil ich hätte das niemals für möglich gehalten. Und Wie ist denn jetzt dein Verhältnis? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wie, wenn du jetzt deinem Chef gegenüberstehst? Ja, das ist auch noch mein riesendickes Problem. Ich habe richtig Probleme, meinem Chef eigentlich wirklich in die Augen zu gucken, weil ich wirklich nur noch das Bild sehe, wie er dann mit meiner Mutter auf dem Schreibtisch. Mhm. Hat er sich denn mal irgendwie dir gegenüber geäußert? Er wollte mit mir reden, aber ich wollte es gar nicht wissen. Also der Anblick hat mir gereicht. Also das ist schon Schock genug. Ja. Ich habe auch schon gespielt, die Ausbildung vielleicht hinzuwerfen. Mhm. Aber wiederum habe ich mir auch gedacht, ja, wo findest du jetzt wieder so schnell jetzt nochmal eine Ausbildungsstelle? Vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, Timo, wenn er das Gespräch anbietet, dass du, gut, du bist, im Moment ist das noch alles, wie lange ist das her jetzt? Das ist jetzt 3 Wochen. Das ist noch recht neu und frisch alles. Ich muss das bestimmt erstmal sacken lassen. Ja, wobei, wenn er das Gespräch anbietet, solltest du das schon annehmen, finde ich. Um vielleicht auch für dich einfach eine Klärung für dieses Arbeitsverhältnis zu finden. Denn eine Lehrstelle ist was Wertvolles heute. Das sollte man nicht so leichtfertig irgendwie aufgeben oder wegwerfen. Aber ich denke mir, dass du jetzt auch ein bisschen zwischen den Stühlen hängst zu Hause, ne? Oder? Ja, das stimmt, weil also auf einer Art meiner Mutter ist mir ja eigentlich auch wichtig und mein Vater auch und also da herrscht jetzt wirklich eine dicke Distanz und ich konnte da bis heute noch mit gar keinem eigentlich wirklich drüber reden. Ja. Es wäre mir auch peinlich gegenüber meinen Freunden gewesen, deine Mutter ist mit dem Chef. Wie steht sie denn dann da? Mhm. Das Problem ist natürlich nur, dass du wirst wahrscheinlich nicht die Ehe kitten können zwischen deinen Eltern. Das heißt, die müssen das selbst in die Hand nehmen, dass die, wenn die das wollen, dass die wieder auf die richtige Schiene kommen. Und ich hoffe das auch. Ich will ja nicht, dass sie sich wegen sowas jetzt trennen. Mhm. Nur andererseits stellt man sich natürlich die Frage, immer, warum passiert sowas? Ich glaube ja immer, dass sowas aus einer Unzufriedenheit heraus passiert. Das heißt, da muss schon einige Schatten auf der Ehe liegen, dass deine Mutter das gemacht hat. Was ich mir höchstens vielleicht noch vorstellen könnte, weil mein Vater ein bisschen länger auch abends mal arbeitet, dass vielleicht da ja auch mal kommt. Aber sonst hatten die wirklich eine glückliche Ehe eigentlich geführt. Und ja, aber manchmal weiß man als Sohn gar nicht so genau, was zwischen den Eltern vorgeht. Die halten ja wahrscheinlich auch vieles geheim vor den Kindern. Mhm. Aber hast du den Eindruck, dass die alles andere tun, als sich jetzt zusammenraufen, ne? Also die reden kaum. Die reden kaum. Mhm. Ich meine, was du machen kannst, ich meine, das ist gut gemeint und du kannst es ja deiner Mutter mal einfach mal als Angebot hinlegen. Gut in so einer Situation ist allemal, oder das kann nicht schaden, kann sehr hilfreich sein, eine Eheberatung. Du kannst es ihr ja mal sagen, du kannst sie nicht dahin drängen, das ist völlig klar, aber du kannst es ja einfach mal hinlegen, das Angebot. Wir können dir auch gerne gleich noch ein paar Adressen in eurer Umgebung geben, aber dann müssen die selbst handeln, die müssen was tun. Aber das, glaube ich, wäre für dich ganz gut, dann kannst du für dich so sagen, ich habe getan, was ich tun konnte. Mehr kannst du nicht tun als 21-jähriger Sohn. Und ich muss das auch erstmal mit meinem Chef erstmal wirklich sacken lassen, um dann eine Aussprache möchte ich schon noch mit ihm haben, aber zu Zeitpunkt geht das. Der Schock sitzt erstmal noch tief. Mhm. Ja, das kann ich wirklich gut verstehen, dass der Schock enorm tief sitzt. Wie lange sind denn die Familien oder deine Eltern mit diesem Chef schon befreundet? Das ist schon, wo ich schon im Kindesalter. Ach so. Schon und gibt sehr, es, sehr lang. Gibt es da auch noch eine Frau von dem Chef? Ja. Auch noch. Das heißt, da ist noch jemand mit im Spiel. Aber da weiß ich ja nicht, weil die haben jetzt ja erstmal keinen Kontakt, ob die Frau nun das nun auch jetzt weiß. Also sehr vertrackt alles. Wie bitte? Alles sehr vertrackt und verzwackt, das Ganze. Das stimmt. Jetzt werden wir dir mal, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Und da wird meine Psychologin dir mal ein paar Anlaufstellen von Eheberatungen geben in eurer Umgebung. Ich finde, das kannst du deinen Eltern mal hinlegen. Du kannst ja offen sprechen, du bist ein erwachsener Mann. Du kannst sagen, pass auf, mir liegt daran, dass ihr wieder zusammenkommt. Ja, ist mir auch sehr wichtig. Ist ja auch wichtig. Gut, du kannst natürlich, wenn die Ehe kaputt sein sollte, kann man, wenn irgendwas wirklich irreparabel kaputt ist, kann man es nicht mehr reparieren. Aber man weiß es ja nicht. Das stimmt. Und du kannst es denen anbieten und dann sollten die selbst entscheiden, was sie tun. Ja? Das werde ich auch machen und ich bin auch sehr, sehr dankbar über deinen Rat. Gut, Timo, dann legst du auf und wir rufen dich gleich zurück wegen dieser Informationen. Okay, mach weiter so. Alles Gute, Dankeschön. Gut, tschüss.
Nochmal zu morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema Autobahn. Ich möchte gerne mit euch über die Autobahn reden. Was ihr auf einer Autobahn schon erlebt habt. Unfälle, Geisterfahrer, vielleicht Verbrechen auf einem Rastplatz, Rastplatz, Sex, Erlebnisse auf den Parkplätzen. Oder wie ich es gerade schon gesagt habe, ich würde auch gerne mal mit einem Geisterfahrer persönlich reden, der Geisterfahrer war. Oder natürlich auch mit Leuten, die denen ein Geisterfahrer entgegenkam. Was für ein Horror. Das ist mir Gott sei Dank nie passiert. Aber wenn ich auf der Autobahn fahre, denke ich das manchmal, wenn ich auf der Überholspur bin und man fährt so in so eine Kurve rein und ich denke, mein Gott, wenn jetzt da jemand entgegenkäme, das ist ja grauenhaft. Also, Autobahn. Geschichten rund um die Autobahn. Was ihr auf einer Autobahn schon erlebt habt, auf Rastplätzen, an schönen Sachen, an schlimmen Sachen, vielleicht auch an bizarren Sachen. Es gibt ja da ganz seltsame Dinge, was so diese Parkplatz-Sex-Geschichten anbelangt, für jede Sexart einen anderen Parkplatz. Erzählt ganz einfach, was ihr so erlebt habt. So, jetzt bin ich verbunden mit der Christiane. Christiane ist 20. Guten Morgen. Hi. Hallo Christiane. Hi. Wie geht's dir? Ich will freundlich sein. Ich hab dich. Was willst du werden? Ich habe gesagt, ich möchte freundlich sein, deswegen wollte ich dich jetzt erstmal fragen, wie es dir geht. Ach so, wie nett, ja, mir geht's gut, dankeschön. Das ist schön. Die Leitung ist nicht so gut, Entschuldigung, deswegen habe ich das gar nicht richtig verstanden. Das ist doch mal ein netter Einstieg. Ja, für so, mich auch. Jetzt frage ich aber andersrum, wie es dir geht und warum du mich angerufen hast. Ja, momentan geht es mir komischerweise fantastisch. Komischerweise erzähle ich dir gleich. Jetzt erzähle ich dir erstmal, was überhaupt los ist. Mhm. Am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, hatte ich ein Vorstellungsgespräch und ich habe eine Ausbildungsstelle in petto. Mhm. Endlich. Weil bei mir ist es so, die, wie heißt das nochmal, das Arbeitsamt, das hat sich bei mir ziemlich quergestellt. Und, ja, was ist denn das? Was ist das für eine Ausbildungsstätte? Stelle? Das ist in Wesel, das ist so, da kann man direkt auch Therapie machen und so, deswegen ist das für mich auch ein richtiger Selbstheim-Lotto. Also. Das ist in Wesel? In Wesel, richtig. Ja. Und da kann man Therapie machen? Therapie, Ausbildung, schulische Fortbildung. Ja. Oder Weiterbildung, was auch immer. Ja. Und sowas halt. Was piepst da immer zu? Das ist mein Akku. Das ist schlecht. Ja, ich mach nochmal meinen Akku dran. Das wäre. Vielleicht hört's dann gleich auf. Das wäre ganz schön. Du kannst da eine Therapie machen jetzt habe ich den Namen vergessen. In Wesel. Und was ist das für eine Ausbildung? Ich mache eine Ausbildung als Hauswirtschafterin. Aha. Und was für eine Therapie machst du dazu dann auch? Ich bin Borderlinerin. Mhm. Und also ist eine seelische Erkrankung. Ich schlitze mir mal ganz gerne, wenn ich nicht mehr weiter weiß, die Arme auf. Aber habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Schulterklopfer. Ja. Okay. Jetzt kommt das Eigentliche. Vor drei Jahren. Meine Mutter ist schizophren, nur mal kurz als Info am Rande. Vor drei Jahren hatte meine Mutter wieder einen Anfall. Und, Christian, eine Bitte. In deinem Raum ist irgendein Geräusch noch. Hast du einen Fernseher oder ein Radio an? Ist aus. Ja, das ist irgendwie, da die Leitung schlecht ist, ist das für mich sehr schwierig, alles zu verstehen. Also, die Mutter ist schizophren. Richtig. Mhm. Und vor drei Jahren ist es so gewesen, das war ein Freitag gewesen und habe ich schon gemerkt, dass es ihr nicht allzu gut geht und ja, abends hat sie mich angerufen und hat sich alles komplett bestätigt. Ja, samstags bin ich dann hingefahren, um bei ihr zu sein, weil ich Angst hatte, dass sie sich irgendwas antut, weil es war schon mal so. Mhm. Und ja, ich bin dann halt auch relativ schnell hingefahren und war dann irgendwie so, Pi mal Daumen, 9, 10 war ich da gewesen. Mhm. So eine Viertelstunde haben wir dann gesprochen und dann wollte sie mir unbedingt was zeigen. Jetzt frage ich nochmal, du sagst, die Mutter ist schizophren. Schizophrenie ist ja eine schwere seelische Erkrankung. Persönlichkeitsspaltung, richtig. Hat sie das schon lange? Ja. Wie lange? Ja, das hat sie schon lange. Oh, das weiß ich nicht genau. Ist sie denn deshalb... Ich habe angefangen, glaube ich, als ich 13 war. Ach so. Und ist sie deshalb immer wieder mal oder permanent sogar in psychiatrischer Behandlung? Unter anderem. Was noch? Sie bekommt auch Medikamente und so, damit sie diese... Ich sag da immer ganz gerne zu Drogen, weil Psychopharmaka, das ist nicht so mein Ding. Ja, das kann man auch nicht so verallgemeinern. Da gibt es sicher auch ganz gute Sachen und nötige Natürlich. Dinge. Okay, Natürlich. So, jetzt warst du bei deiner Mutter und?
Also, sie, wie gesagt, sie ist in die Küche gegangen, um mir irgendetwas zu zeigen. Sie drehte sich um, schaute mich an und hat mich nicht erkannt. Sie schrie mich an, was wollen Sie hier? Gehen Sie sofort aus meiner Wohnung raus. Ja, dann hat sie sich kurzerhand ein Messer geschnappt und mir das in den Bauch gerammt. Moment mal, deine Mutter hat dir ein Messer in den Bauch gerammt? Richtig. Vor 3 Wochen? Nein, vor 3 Jahren. Ach, vor 3 Jahren, ach so. Ja, ach da so. War ich 17. Ach so. Ach so. Und es ist so, ich bin dann mit der Verletzung, bin ich, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so bin ich rumgelaufen. Ich habe das gar nicht richtig realisiert. Aber als sie dann, jetzt kommt die lustige Geschichte an der Sache, als sie dann halt ins Krankenhaus kam, sprich nach Kicheln, das ist bei uns irgendwie, ich glaube, irgendwie der zuständige Bereich oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, als sie dann da war und dann auch direkt bei auf der Station 1, das ist eine geschlossene, war und irgendwie habe ich dann auf einmal so ein ganz böses Stechen im Bauch gefühlt und ich habe dann irgendwie so meine Hand über den Bauch gerieben und dann habe ich da auf einmal Blut gesehen. Ich sah nur meinen Onkel an. Und wie viele Stunden waren da vergangen seit dem Übergriff? 10 ungefähr. 10 Stunden? Ungefähr 10 Stunden. 10 Stunden lang hast du das nicht gemerkt, dass deine... Nein. Aber du hast das doch gesehen, dass deine Mutter dir... Ja, natürlich, aber ich habe es nicht gemerkt, weil wahrscheinlich der Schock war zu groß. Der Schock war zu groß, genau. Ja. Und du bist dann behandelt worden? Ja, weiß ich nicht genau. Jedenfalls, wie gesagt, kommen wir nochmal zurück. Ich habe dann halt meine Hand da an den Bauch gerieben und dann habe ich auf einmal gesehen, dass da Blut ist. Mhm. Ich habe meinen Onkel angesehen und habe, glaube ich, nur noch gesagt, oh Scheiße. Mhm. Ja, dann bin ich auch direkt in umgekippt und dann kam auch Notwagen, weiß ich nicht, und alles Mögliche. Mhm. Ja, Fazit, ich lag knapp 4 Monate. Nee, gar nicht wahr, 4 Monate ist zu lange, ich weiß das nicht genau. Jedenfalls lag ich 4 Wochen im Koma. Und 3 Wochen danach auch noch auf Intensivstation unter ständiger Beobachtung. Ach du lieber Himmel. Ja, So, jetzt haben wir einen großen Bogen erzählt von deiner Ausbildungsstelle, die du bekommst, bis hin zur Mama. Wie geht es deiner Mutter heute? Meine Mutter ist heute vor gut einer Woche ist sie wieder ins Krankenhaus gekommen und ich alleine habe sie dahin gebracht. Ja. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich angerufen habe. Ich liebe meine Mutter abgöttisch. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich komme damit nicht richtig klar, dass ich sie jetzt alleine dahin gebracht habe. Wie gesagt, von meiner Family kann ich keinerlei Erwartung beziehungsweise Hilfe erwarten, weil sie alle mit sich selber beschäftigt. Aber du hast sie hingebracht und das war eine gute Sache, dass du sie hingebracht hast. Ja, ich weiß, aber ich habe da so ein bisschen dran gezweifelt, dass das wirklich so gut war. Weiß ich nicht. Weil du nicht sicher bist, ob sie da richtig gute Hilfe bekommt? Richtig. Ja. Das kann ich jetzt sowieso nicht in den letzten Sekunden klären, liebe Christiane. Die Sendung ist nämlich jetzt rum. Ich möchte dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay? Alles klar. So machen wir das. Bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute Gudrun Hausen und morgen heißt unser Thema Autobahn. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr auf Autobahnen schon alles erlebt habt. Unfälle, Erlebnisse auf den Parkplätzen.